45% der Thüringer leben in einem Eigenheim. Und für viele ist das auch ein Traum. Doch droht dieser Traum zu platzen? Mit steigenden Baukosten, Rohstoffpreisen und Zinsen wird der Traum vom Eigenheim immer unrealistischer. Welche Herausforderungen das bietet, das hat die CDU-Fraktion im Plenum zur Aktuellen Stunde gemacht. Und darüber rede ich mit unserem parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Bühl. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo. Wo genau sehen wir denn den Handlungsbedarf, was die Baukosten angeht? Also für viele Thüringerinnen und Thüringer wird das Bauen gerade eher zum Albtraum. Man hat sich in dieses Abenteuer gestürzt, aber im gleichen Zuge steigen die Preise für Baukosten, im gleichen Zuge wie auch die Zinsen steigen. Man zum Teil gar nicht mehr weiß, wie man die Finanzierung zusammenkriegen soll. Und man will das Haus ja auch in eine Zeit abzahlen, wo man dann auch in Rente gehen kann und auch wirklich Eigentum geschafft hat. Und da stellen sich für viele gerade ganz, ganz viele Fragezeichen. Und die Landesregierung schafft da zusätzliche Verunsicherungen, anstatt zu helfen. Was sind denn unsere Lösungen, damit das Bauen für die Thüringer auch einfacher wird? Also wir sehen zum einen einen ganz wichtigen Punkt in der Absenkung der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer in Thüringen liegt bei 6,5%. Das ist einer der höchsten Werte in ganz Deutschland. Und wenn man mal sieht, in Bayern liegt es um die 3%. Und das macht für ein großes Grundstück und für ein Haus mit einem Grundstück dran schon einen deutlichen Unterschied. Und da müssten wir dringend was tun. Auf der anderen Seite sehen wir Solar Invest. Das war wirklich ein reiner April-Scherz mit Ansage durch die Landesregierung. Wir sehen uns auch immer wieder an der Seite der Familien in Thüringen. Vielleicht willst du auch selber bauen. Was ist denn unsere Lösung gerade für Familien? Also ich sehe bei vielen Freunden, die gerade bauen, was das für eine Herausforderung ist, wenn man sieht, wie die Raten auch steigen. 1.600 bis 1.900 Euro im Monat aufzubringen, das ist für viele Familien einfach gar nicht möglich, weil damit ein Verdiener komplett in das Haus finanzieren müsste. Und da braucht es Zuschüsse. Und man sieht, der Bund mit dem Wirtschaftsministerium von den Grünen geführt, die ersten Schritte, die gemacht wurden, man hat erstmal die Tilgungszuschüsse abgeschafft und das macht es noch schwieriger. Und wir denken, wir müssen da von Thüringen aus Zuschüsse geben und da haben wir den Kinderbaulandbonus eingefordert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, auch wenn es vielleicht gar nicht so viel Geld ist, aber Familien greifen nach jedem Strohhalm. Und was macht die Landesregierung daraus? Der Kinderbaulandbonus, der eigentlich dafür da sein sollte, dass man ein neues Grundstück mit Haus erwerben kann, schließt das explizit jetzt aus, weil das Infrastrukturministerium das eben ausgenommen hat. Und das ist ein Unding und wir fordern, dass das für alle Familien auch freigegeben wird. Das heißt, die Konklusio ist, wir versuchen da wirklich viel, um das Bauen zu erleichtern, aber die Landesregierung stellt sich in vielen Bereichen einfach quer. So kann man das sagen. Also wir haben riesige Herausforderungen, die wir nicht beeinflussen können aus Thüringen heraus. Aber Thüringen tut eben auch zu wenig, um dagegen zu wirken. Und da könnte diese Landesregierung viel, viel mehr tun. Und das werden wir konsequent immer wieder einfordern. Das ist wichtig, dass wir da dranbleiben. Aber es gibt auch viele weitere Themen, die uns in dieser Sendung noch beschäftigen.